Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier nach meiner langen Sommerpause. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich freue mich auch, dass ihr mich schon vermisst habt. Auf Instagram habt ihr es mir jetzt die letzten Tage schon alle geschrieben. Ja, es war ein so schöner Sommer. Ich möchte mich erstmal ganz vorweg, bevor ich hier überhaupt etwas auspacke heute, die Brigitte-Box, bei allen bedanken für diesen wundervollen Sommer, den ich mit euch verleben durfte. Es war wirklich klasse. 2 Monate Auszeit, das hat mir richtig gut getan. Und ich war ja nicht weg, ne? Ich war ja auf Instagram fleißig, hab da mir geschrieben, weil es war ja wirklich Bombe, ne? Also, was ich da mit euch geschrieben habe, was ich da gepostet habe, Stories gemacht habe, es war fantastisch. Ich fand's ganz toll. Und für diesen ganz tollen Sommer möchte ich mich bei euch wirklich bedanken. Und das machen wir nächstes Jahr wieder, so habe ich mir schon überlegt. Ich werde einfach mir die Auszeit immer nehmen, weil ich ja generell auch nicht so oft weg bin wie vielleicht andere, die dann doch schon mal in Urlaub fahren, ne? Ein paar Mal im Jahr und so. Und das ist bei mir halt nicht so der Fall. Und manchmal brauche ich dann auch so ein bisschen eine längere Auszeit. Und ich fand es ganz toll, dass ihr so viel Verständnis dafür gehabt habt. Auch die vielen Kommentare unter meinem letzten Video. Vielen Dank dafür. Es war großartig. Ach ja, ich fand es einfach nur toll. Mir fehlen einfach nur die Worte jetzt im Nachhinein. Auf alle Fälle herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und wir starten wieder durch. Ja, es wird hier heute mein erstes Video sein mit der Brigitte-Box. Und das nächste wird ein Schminkvideo sein. Auf Wunsch von vielen von euch kommt als nächstes ein Schminkvideo mit ganz vielen neuen Produkten und es wird sowieso generell ganz viele neue Produkte geben noch, weil ich habe auch vieles zugeschickt bekommen, mir vieles gekauft über den Sommer und ihr werdet erstaunt sein, ich habe in diesen 2 Monaten oder 8 Wochen es nicht mal ausgepackt, ja, also ich habe manchmal auch gedacht, warum hast du das denn nicht ausgepackt? Nein, ich wollte es mit euch zusammen hier vor der Kamera machen und ja, deswegen habe ich gewartet und gewartet und es warten einige neue Sachen auf euch und ja, es wird wieder rund gehen hier, ne, bei mir, also auf alle Fälle freut euch auf die nächsten Videos, die kommen werden. Und ich sage nochmal Danke an euch alle, wirklich ganz großes Lob, dass ihr mich auch nicht im Stich gelassen habt hier auf meinem Kanal. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass auf einmal mich alle deabonnieren oder so. Ja, hätte ja sein können. Nein, stattdessen ist es sogar noch mehr geworden. Herzlich willkommen alle, die hier neu sind auf meinem Kanal, möchte ich auch mal sagen. Und wir werden jetzt einfach starten und öffnen mit, ich öffne mit euch die Brigitte-Box. Ja, ich habe leichte Sprachstörungen noch. Wenn man 8 Wochen oder 2 Monate nichts getan hat, dann ist das echt komisch, obwohl ich ja auf Instagram immer alles mache, ne? Aber Instagram ist so, ach, da schüttel ich mir wirklich aus der linken Hand so, ne? Das ist so ganz easy jeden Tag mit euch quatschen, schreiben. Aber wie gesagt, ich sag's euch hier auch nochmal. Wenn ich jetzt wieder Videos mache und wenn es auch nur 2 Videos pro Woche sind und nicht unbedingt immer 3, kann auch sein, es ist dann nicht immer ganz so viel Zeit. Ne? Also ganz so viel, wie ich mit euch über den Sommer gequatscht habe, es war ja wirklich Wahnsinn, ne? Von meiner Gartenbank aus, was ich mit euch gebrabbelt habe, was ich euch da meine Holz gezeigt habe. Ich habe ja meine Holz schon praktisch auf der Gartenbank abgedreht, ne? Für euch, mit euch. Ja, aber ich freue mich, vielen Dank, wir starten jetzt und los geht's. So, ich habe den Karton nur ein bisschen angerissen, das heißt, ich werde ihn jetzt komplett aufreißen. Ja, ich habe schon mal auf Instagram hin und wieder so natürlich gesehen, was eventuell drin sein könnte, ne? Sind ja immer so Produkte drin, die haben alle drin und dann halt Produkte, die variieren so ein bisschen. Und ich fange jetzt einfach mal an und hole die Box raus. Die ist diesmal in Beige und Rot gehalten, finde ich aber auch sehr schön. Finde ich sogar sehr elegant, muss ich sagen. Toll, von der Farbe her gefällt mir auch wieder. Ich mag ja die Brigitte-Box sowieso. Ich komme gleich noch, ich erzähle euch noch ein paar Neuigkeiten. Aber ich habe ja so viel zu erzählen, seitdem ich auf Instagram war und mit euch so viel gequatscht habe, ne? Fehlt mir das ja manchmal ein bisschen, dass ich mich ja dann hier in meinen Videos mal so ein bisschen ja, zur Raison rufen muss und kann ja nicht immer nur rumquatschen, ne? Also, wir starten einfach mal. Ja, was haben wir hier noch drin? Natürlich wieder irgendwelche Flyer und natürlich eine Leseprobe. Kampf der Sterne, Alexa Henning von Lange. Okay, keine Ahnung, sagt mir gar nichts, kenne ich auch noch nicht. Ich werde sie mal in den Karton zurückschmeißen, dann 10% Rabattgutschein von Gimondo. Ja, der ist auch wieder mit dabei. Und natürlich wie immer die Brigitte. Also die lese ich natürlich nun wirklich gerne. Ist natürlich auch so eine Generationssache, ne? Auch vom Alter her ist natürlich ich bin jetzt 52 mittlerweile, ne? Ja, ich habe mal angefangen, da war ich knapp 49, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Und aber ich lese die Brigitte wirklich gerne. Ich gucke auch immer gerne mal rein. Es sind auch immer oft so Leseproben drin und nette Modeanregungen, auch wenn es nicht meine Konfektionsgröße ist. Aber es macht nichts und ich finde es immer ganz schön. Ich schaue da immer gerne rein und das ist immer so was, was ich mal lesen kann, wenn mein Mann den Fernseher blockiert. Und
und mich das Fernsehprogramm nicht interessiert. Ja, so, ich mache jetzt mal auf die Dose, die Box. Und ja, wir waren so albern teilweise im Sommer, ne? Ich habe mir auch, muss jetzt mal gucken, dass ich hier nicht zu albern werde von der Kamera. Ein bisschen seriöser wieder werden und nicht ganz so viel albern, ne, Astrid? Und jetzt machen wir die mal auf. Natürlich auch, alles schon wieder aufgerissen, ne? War eben mit Schleifchen, wie immer, ne, auch zugeklebt, wie bei anderen Boxen ja auch. Ich habe im Übrigen noch zwei komplett verschlossene My Little Boxen. Ich habe die nicht ohne euch aufgemacht. Das ist zwar blöd, weil die sind ja jetzt schon anno Knips, ne, alt. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir einfach, oder ich mache einfach ein Video und wer reinschauen mag, schaut rein. Einfach um ein bisschen mit mir hier Spaß zu haben, wie ich immer meine Boxen auspacke. Und ansonsten schauen wir einfach mal in die My Little Box noch mit rein. Ja, und im Übrigen für alle, ich habe auch wieder die Glossy Box abonniert, weil es geht auf Weihnachten zu. Und ihr wisst ja, Weihnachten gibt es immer so schöne Boxen bei Glossy Box und auch so wie letztes Jahr der Weihnachtskalender, ne? Ja, und ich habe sie erstmal wieder abonniert, weil ich habe sie jetzt doch ein bisschen vermisst in letzter Zeit. Und ich fand sie in den letzten Malen auch richtig gut, ne? Ich weiß nicht, die haben bestimmt was gemacht. Ich habe gekündigt und die haben was gemacht. So, hier ist natürlich auch wieder das Heftchen mit dabei, was für Produkte in der Box sind. Und wir werden gleich mal reinschauen. Ich sehe schon, hier gibt es wohl auch Sonnencreme und wieder, ach, mal gucken, keine Ahnung. Wir werden es uns mal anschauen. Ich nehme erstmal hier das Geflügel ein bisschen runter, das hier oben drauf liegt. Und ich fand die letzten Boxen im Übrigen auch sehr gut, ne? Also, ich kann mich nie beschweren. Ich hatte euch sogar noch auf meiner Gartenbank gezeigt, so einige Produkte da draus. Und ja, hin und her, ne? Auf alle Fälle gefiel es mir sehr gut. Ja, und alle Instagram-Fans hier von mir, meine Lieblinge, na, ihr seid alle meine Lieblinge. Aber ich würde mich freuen, wenn auch der Rest vielleicht mal auf Instagram vorbeischauen. Ich weiß nicht. Sagt mal selber, schreibt es drunter, ist doch immer ganz nett mit mir, ne? Ich setze meine Brille nämlich auf und die kennen ja die meisten von euch schon, ne? Die andere ist mir kaputt gegangen über den Sommer, aber ich muss ja immer hier eine Brille jetzt aufsetzen, weil ich kann ja nichts mehr erkennen. Ach, wir starten mal hier vorne mit Ultrasun. Die sind auch hier gleich oben drauf. Ich gucke mal, was das ist. Und zwar haben wir hier eine Family, und zwar Sun Sentinel UV-Schutz, ohne hormonaktive und irritierende UV-Filter, schnell absorbierend, nicht fettendes, nicht klebriges UVA und UVB mit Sonnenschutzfaktor 30 Sonnenschutzgel. Ja, für empfindliche Haut, 2x25 ml sind das hier. Ich halte sie mal ganz kurz hoch, dass ihr sie auch sehen könnt. Das sind die zwei Tuben. Ich halte sie mal hier hin. Ja, ich weiß jetzt nicht. Einmal haben wir Sonnenschutzfaktor 30 und das andere ist auch Sonnenschutzfaktor 30. Einmal haben wir Family und einmal haben wir Face. Yo, Ladies. Also, einmal haben wir eine Face Cream hier. Die könnt ihr ganz gut erkennen. Das ist diese hier. Auch Sonnenschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30. Sonnenschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30. Und dann natürlich Family. Das heißt natürlich, das können... Kann die ganze Familie benutzen. 30 ist schon ganz gut. Ich hatte es euch letztens auch auf Instagram erzählt. Ich packe mir die ja dann immer hinterher irgendwie in meine Handtasche. Ne? Weil man hat ja irgendwie als Mädel immer ein paar mehr Handtaschen. Und da kann man auch, wenn man unterwegs ist. Ich hatte schon ganz oft auch, wenn wir mal so nach Wietzendorf gefahren sind, in unser Wochenendhäuschen und so, dass ich dann unterwegs sagte, ach Mist, jetzt hast du keine Sonnencreme. Aber ich habe meine ganzen Taschen bestückt, weil ich habe ja irgendwie in der Apothekenbox, in der Glossybox, in der Brigittebox, es waren ja in der Vergangenheit überall immer mal Sonnenschutzcremes drin. Ne? Und diese Tuben sind immer gerade so richtig, um die in der Handtasche zu werfen. Und deswegen bin ich nie böse drum, wenn Sonnenschutzcreme mit drin ist. Und wenn jetzt auch die Sonne nicht mehr so scheint, ich heb mir die auch für nächstes Jahr. Ich habe mal im Fernsehen gehört, das kann man machen. Die verlieren nicht ihren Lichtschutzfaktor, der damit bei ist. Und das ist gar kein Problem. Also, geht das dann wieder in die Handtasche und nächstes Jahr sortiere ich die anderen aus und dann gehen die hier rein. So, und was haben wir hier für eine kleine? Seraphine Botanicals Guava Butter. Das ist dieses kleine Päckchen hier. Und ich schaue jetzt gleich mal, was das ist. Und zwar ist das eine Feuchtigkeitsspende mit Shea Butter. Soll diese cremig multifunktionale Farbe auf ihrer Haut in den Lippen einen natürlichen Guave-Farbton verleihen? Was ist bitteschön ein Guave-Farbton? So, also, das kann man also auf die Lippen geben. Und zwar 91% natural, vegan, no, keine Mineralöle, keine Parabene, glutenfrei, hypoallergen und nicht Pickel auslösen, also nicht komedogen. Sieht ja witzig aus, habe ich ja... wie geht denn das? Uff. Einmal aufziehen. Ah, schaut euch mal den Farbton an. Muss ich nur mal gucken, wie man den rausdreht. Ah ja, ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera, dass ihr das sehen könnt. So sieht das aus. Sieht in der Kamera ein bisschen dunkler aus, als es ist.
Ich finde es hier ein bisschen heller, hat so einen, ja, orange-bräunlichen Einschlag, aber sieht sehr gut aus. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe jetzt natürlich den neuen Lippenstift von L'Oreal drauf. Wer sich für das Make-up interessiert, das kommt im Übrigen. Das habe ich für euch schon abgedreht. Ah, knack. Also auf alle Fälle ist es eine Feuchtigkeitsspende mit Shea Butter, cremige, multifunktionale Farbe für Ihre Haut und Lippen. Haut und Lippen, aber wo soll man sich als Blush? Keine Ahnung. Ist egal. Auf alle Fälle werde ich es auf den Lippen verwenden mit einem Guave-Farbton. Naja, das Stück kostet 22,90 Euro. Ist ja fast geschenkt, ne? Also ich denke auch hier. Seraphine Botanicals Guava Butter. Okay. Lip and Cheek. Ach, da haben wir es doch. Also, ihr könnt das auch auf die Wangen geben, ne? Das könnte also auch ein Blush sein. Auf alle Fälle Verpackung super schön, finde ich ganz toll. Auch dieser kleine Stift. Ich bin mal gespannt. Wir werden es einfach mal zusammen ausprobieren. Und auf alle Fälle 22,90 Euro. Ist ja ein stolzer Preis. Ich weiß gar nicht, ob ich das dafür ausgegeben hätte. So, dann haben wir mal wieder was von Bella Pierre. Also, ich mag ja Bella Pierre. Ich hatte euch auf Instagram das Puder gezeigt, ne? War doch von Bella Pierre, ne? Ich finde das gar nicht schlecht, die Produkte. Ich mag die. Die sind zwar immer mal wieder in den Boxen drin. Warum? Weiß ich auch nicht, warum die so in den Boxen häufig drin sind. Aber den habe ich schon. Ein Gel-Eyeliner. Ja, Nummer 5. Ich schaue mir den nochmal an. Aber ich bin der Meinung, den habe ich. Aber der soll wohl schwarz sein, ne? Das Stück kostet nämlich auch 20 Euro. Also, es sind immer Preise. Bei Bella P habe ich mal geschaut. Das kann man ganz gut nachkaufen, ne? Da müsst ihr mal ein bisschen googeln. Und dann werdet ihr sehen, ist der überhaupt schwarz? Weil der wird hier schwarz abgebildet. Nee, der ist grau. Ach, das ist ja cool. Moment, jetzt mache ich meine Brille ab und schalte hier mal die Instagram-Verbindung aus. Ich weiß nicht, was mein Pad hier immer macht. Seht ihr das? Das sieht ein bisschen Aubergine-farben aus, ist aber nicht so. Schaut euch mal die Farbe hier an. Das hat so einen Grautouch und so kommt es eigentlich auch rüber. Finde ich gar nicht schlecht, weil ich wollte nämlich mal anfangen und mal meinen Wimpernkranz beim Schminken so ein bisschen mit zu verdichten. Denn ich hatte da ein schönes Video gesehen mit der Lisa Eldridge und die hat auch gesagt, man soll auch, wenn man älter wird, ganz, ganz dicht hier am Wimpernkranz mal so ein bisschen damit den Kranz verdichten. Nicht so direkt auftragen als Eyeliner, sondern wirklich nur ganz dicht dran und dass das Ganze so ein bisschen dichter erscheint. Wollte ich mit euch mal ausprobieren. Ich habe ein schönes Video von der Lisa Eldridge ausgegraben. So, ich würde mal auch sagen, wenn man ein bisschen älteres Häutchen schon ist wie ich, ne? Und wer da Interesse hat, dann würde ich das gerne mal so nachschminken mit meinen Produkten und mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn ihr Lusten dazu habt, dann sagt es mir, schreibt es mir drunter, schreibt es mir bei Instagram, wie ihr wollt. Auf alle Fälle freue ich mich immer, wenn ihr mir schreibt. Ich bin immer sonst ganz traurig, sonst ist man immer so einsam. Dann hört man nichts von euch, dann ist auch mal komisch. Also, auf alle Fälle ist das natürlich meine Farbe. Finde ich gut. Ich habe schon gedacht, das ist schwarz, ne? Also, der kostet auch 20 Euro. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir eine von Le Parfumeur. Das ist doch hier von QVC. Das gehört doch zu Flora Mare und Le Parfumeur macht doch der Axel auch. Und das ist Pure Madame. Eine Handcreme, genau. 50 Milliliter, 11,95 Euro. Ich bin ganz froh, dass ich mal aus der Linie von Le Parfumeur eine Handcreme habe, weil ich eigentlich da noch nie was ausprobiert habe. Ich habe mich auch noch nicht an diese Parfums angetraut. Und ich mache jetzt hier auch einfach mal auf, weil ich wissen möchte, wie diese Handcreme so rauskommt. Erstmal gucken. Ups. Oh, die kommt aber ganz schön dick raus. Nee, die kommt gar nicht raus. Noch viel besser. Der Propfen ist zu. Ich gehe da jetzt mal mit der Schere rein. Ich hoffe, ihr habt heute Geduld mit meinem ersten Video. Und wir gucken uns einfach mal an, was das hier ist. Ja, das ist, war ein bisschen angetrocknet hier, der Propfen. Ich muss mal schauen, ob wir das jetzt rauskriegen. Ach Gott. Ja, und jetzt kommt gleich zu viel, ne? So, wir werden das jetzt mal hier machen und eincremen. Und ich schaue mir das mal an, wie das so duftet. Die ist ein bisschen gelblich. Kommt auch so ein bisschen gelblich raus. Ach, und der Eyeliner ist gleich weg, ne? Verteilt dich. So. Also früher roch das... riecht so ein bisschen nach Oma, ne? So roch es früher bei meiner Oma original im Schlafzimmer an ihrer Kommode, an ihrer Frisierkommode mit ihren Parfums.
Ja, ich muss mal gucken. Also eben kam mir so der Duft von, ich hätte fast gedacht, meine Oma sitzt neben mir, so Perlenkette, keine Ahnung. Ja, doch so ein bisschen. Das nennt sich Pour Madame, glaube ich, ne? Ja, genau, Pour Madame. Und ja, Madame ist immer sowieso, das sind meistens so Düfte, die dann so ein bisschen à la Perlenkette und. Also ich meine, ich habe das, ich finde das nicht schlimm. Auch als ich eben dran roch und gleich an meine Oma dachte, sofort. Also das war im Kopfkino. Und das ist nicht schlimm. Ich mag es. Ich mag das trotzdem, weil ich bin ja auch schon in einem Alter, wo ich manchmal denke, fängst schon an wie deine Oma, ne? Früher. Nein, das nicht. Aber es ist halt so, es sind so Erinnerungen. Und wenn man an sich, wenn man sich an irgendwas erinnert, was so positiv ist, dann mag man auch plötzlich den Duft davon. Kennt ihr das? Ja, so ist das. Also, Pour Madame, was kostet das eigentlich von dem Axel? Axel? Hieß er nicht Axel? Ich glaube, der hieß Ex-Axel, ne? 50 Milliliter, 11,95 €. Na gut, okay. So, dafür kommt jetzt ein Produkt. Also, ach so, im Übrigen ist die mit Shea Butter. Na, irgendwie ist ja, momentan ist da überall Shea Butter drin. Feminine Duftnote mit der, für die selbstbewusste Dame, ne? Genau. Hände geschmeidig machen. Allantoin ist auch mit drin und Aprikosenkernöl. Ja, gute Zusammensetzung für eine Handcreme, kann man nicht meckern. Jetzt kommt ein Produkt, das kenne ich. Ich kenne die Firma Alprezan. Fußspezial steht auch hier drauf. Ich komme mal auch mit an die Kamera, dass ihr das sehen könnt. Und zwar ist die Firma Alprezan ungefähr, gibt es die schon 10 Jahre? Also das war auch mal eine Firma, die fing ganz klein an. Habe ich früher verwendet, als ich noch eine Fußpflegepraxis hatte. Alprezan waren mir die liebsten Produkte, es sind die besten Produkte, es sind aber auch die teuersten Produkte. Wenn mich heute noch jemand fragt und sagt, Astrid, ich brauche eine super gute Fußcreme, sage ich immer, ja, man kann sich was von Gebul kaufen oder von DM, aber wenn du was Vernünftiges suchst und was richtig funktioniert, dann ist es Alprezan. Es ist erstmal ein Schaum, das heißt, es kommt immer ein Schaum raus. Das war so damals mit das erste, was sie mit rausgebracht haben und wo die Leute mich auch ganz erstaunt dann immer angeguckt haben, boah, ein Schaum und so. Das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, als ich angefangen habe und habe das Ganze dann ungefähr 7 Jahre, glaube ich, betrieben. Ich bin doch nicht so lange raus, so lange ist das noch nicht her. Und jedenfalls, das fanden die immer ganz toll, weil so ein Schaum zieht auch schön schnell ein. Und Alprezan hat gute Inhaltsstoffe, finde ich. Und hier ist es für sehr trockene Haut, Original Schaumcreme, Cream. Und da ist eine Aprikose drauf, wahrscheinlich auch mit Aprikosenkernöl. Ich guck mal. Die Schaumcreme wurde zur täglichen Pflege bei sehr trockener Haut entwickelt. Sie spendet intensive Feuchtigkeit und kann die Anhaftung gängiger Erreger an der Hautoberfläche durch einen speziellen Aktivhautschutz reduziert. Ei, 125 Milliliter kosten 11,95 €. Ich bin der Meinung, die waren mal teurer früher. Also wirklich, ich bin der Meinung, die waren mal teurer. Also, aber auf alle Fälle, wer einen guten Schaum sucht, Alprezan ist der Hammer. Kann ich jedem empfehlen. Die haben auch so eine Körperlotion-Geschichte, also so einen Duschschaum und einen Bodyschaum. Das kam ganz neu raus damals, auch schon mit Hyaluronsäure vor 10 Jahren. Das war der Renner und ich habe sie damals auch schon benutzt, daher kannte ich Schaum schon ewig. Ja, ich kenne mal irgendwie, weiß ich auch nicht alles, aber manchmal denke ich, ich kenne fast alles. Ich weiß auch nicht. Also, jedenfalls, das ist die Nummer 3. Die gehen auch nach Zahlen. Da könnt ihr auch mal gucken online. 1, 2, 3, 4 sind verschiedene Produkte. Und es gibt auch was, wenn Leute jetzt zu Fußpilz zum Beispiel neigen, Nagelpilz, dann gibt es da was, da ist gleich ein bisschen das drin, was in Canesten auch drin ist, ne? Dieser Fußsalbe gegen Fußpilz. Ja, reden wir hier heute auch mal drüber. Also, das ist die Nummer 3 für sehr trockene Haut. Ich bin begeistert, ich freue mich darüber, weil das ist ein Produkt, habe ich schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Ich müsste mal meine Schränke durchwühlen, weil irgendwann hatte ich letztens im Sommer meinem Sohn die Füße gemacht. Ich habe immer noch ein kleines Köfferchen. Meine große Anlage und diese ganzen Sachen habe ich nicht mehr. Die Praxis habe ich verkauft und aufgegeben. Aber ich habe immer noch ein Köfferchen und noch so Sachen, die ich so für mich persönlich haben wollte. Und es könnte sein, dass ich da sogar noch Schaum bei habe. Ja, mal schauen. Kann ich euch nur empfehlen. 11,45 €. Ich bin der Meinung, die sind günstiger geworden. So, jetzt schauen wir mal nach hier hin. Da ist noch ein Balea-Spray. Und zwar ist das das hier. Ein Zwei-Phasen-Öl-Spray. Pflegt die Haut ohne zu fetten mit zartem Pfirsichduft. Na, im Moment ist immer alles mit Pfirsich. Können die nicht mal wieder was anderes nehmen? Auch nicht, ich möchte auch nicht Kokosnuss, aber einfach nur mal frisch, wisst ihr, so Meeresbrise oder keine Ahnung oder
Irgendwas, was nach Urlaub duftet, mag ich immer gern. So wie eine coole Sonnencreme, so eine teure Sonnencreme duftet. Das sind auch immer schöne Düfte. Die mag ich auch immer sehr gern. Ja, 150 Milliliter, 3,95 €. Und zwar das Balea Zwei-Phasen-Ölspray mit wertvollen Sonnenblumen, Sesam, Pfirsichkernöl wirkt pflegend und erfrischend zugleich. Die leichte Pflegeformel duftet herrlich nach Pfirsich und hinterlässt ein seidiges, weiches Hautgefühl, ohne dabei zu fetten. Ja, wie diese Trockenöle. Kennt ihr diese Trockenöle? 3,95 €. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt behalte oder ob ich es weitergebe. Bin ja nicht so ganz der Ölfan, aber vielleicht probiere ich es trotzdem mal aus. Ich denke mal, das ist ja, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Das wird ja mit Sicherheit, läuft meine Kamera noch? Ja. Was für den Körper sein, ne? Ja, hier steht auch nicht weiter bei. Okay, auf den Körper sprühen, na klar. Also Vorgebrauch gut schütteln, dann auf den Körper sprühen. Vorgebrauch gut schütteln und nach dem Schütteln nicht mehr zu gebrauchen. So, also, das ist mit drin. Ich weiß nicht, im Moment ist es noch nicht so die Box, die mich jetzt so vom Hocker haut. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die Box? Habt ihr schon was gesehen oder habt ihr sie? Ich kann jetzt schon sagen, ich mochte manche Boxen lieber. Ja. So, dann haben wir von Catrice Cosmetics, den habe ich auch schon, der war in einer Zeitung, genau die Farbe. Catrice Cosmetics, bis zu 7 Tage halt, auf alle Fälle kostet der 2,99 €. Ich liebe ja diese kleinen Flaschen von Catrice. Ich mag auch die Nagellacke. Ich habe euch ja auf Instagram auch erst vor ein paar Tagen gezeigt, dass ich mir wieder zwei kleine neue gekauft habe. Ich zeige euch nochmal die gesamte Kollektion aus diesen kleinen. Es ist ja Color of the Year 2018. Ach, das wird wohl der Favorit des Jahres gewesen sein, diese Farbe. Auf alle Fälle habe ich jetzt dann mit diesem hier bestimmt 8 kleine Fläschchen. Ich mag das lieber, weil die sich schneller verbrauchen und die großen Flaschen nächstes Jahr oder wenn sie länger stehen, dann halt immer ja wieder fest werden. Ja, man kann die wieder aufpimpen. Ich weiß, ich habe früher da, glaube ich, mal ein bisschen Nagellackentferner reingeschüttet. Kann man das noch machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, früher war man immer erfinderisch, ne? Lippenstift als Blush und in den Nagellack einfach ein bisschen Nagellackentferner. Ja, aber auf alle Fälle ist es okay, wenn ich ihn jetzt nicht schon hätte, ne? Aber so ein kleiner Nagellack, der kommt immer gut. So, dann sehe ich hier gerade, dass da wohl zwei Masken drin sind. Und zwar, ich hole die mal raus, zwei Tuchmasken. Schauen gleich mal. Ich bin ja echt ein Maskenfan. Ladies, habt ihr mitgekriegt auf Instagram, was ich geschimpft habe wie ein Rohrspatz? Wer es gesehen hat, weiß bestimmt, welche ich meine. So, hier haben wir zwei Beauty-Masken. Diese Beauty Mask Company. Da habe ich aber schon mal was von gehört. Da haben schon viele von geschwärmt, bin ich der Meinung. Zwei Stück, also je 1,79 €. Ja, das ist schon ein Preis. Also es ist nicht die billigste, ne? Beruhigung und Entspannung. Mit Aloe Vera und Wassermelone. Wirkt auf die empfindliche Haut beruhigend ein und Feuchtigkeitsboost mit Kokosnusswasser und Kaktusextrakt spendet viel Feuchtigkeit. Ach Mensch, Mädels, die werden wir ausprobieren. Die werden wir ausprobieren. Das ist ja so nach meinem Geschmack, ne? So schöne zwei Masken hier drin, das finde ich immer gut. Und ich überlege gerade, dass ich vielleicht doch mal jetzt gucke, diesen Maskensonntag wieder einzuführen. Dass wir sonntags immer mal eine Maske machen, hatte ich ja auf Instagram auch manchmal, aber manchmal habe ich es auch in der Woche gemacht. Und je nachdem, wie meine Haut gerade gedürstet hat. Ja, auf alle Fälle, wir werden den Maskensonntag wieder einführen und dann werde ich einfach mal Masken vorführen. Mal gucken, ob ich dann nur eine nehme oder ob ich so abdrehe, dass ich beide genommen habe. Das weiß ich noch nicht. Bin ja immer ein Fan davon, immer nur eine Sache zu zeigen. Also, beruhigt und entspannt, das ist diese hier. Die ist mit Aloe Vera und die ist mit Kokoswasser, ne? Und Kaktusextrakt. Super, finde ich echt schön, freue ich mich immer drüber. Also Masken, damit kann man mich ja immer begeistern. 1,79 € eine ist okay. Ja, ich muss gucken, meine Kamera geht aus. Wir haben schon wieder 24 Minuten, Mädels. So, dann haben wir CD-Blüten-DOA. Okay, Blüten ist immer schlecht. Jasminblüte und Hibiskus. Okay, da muss ich erstmal gucken. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD, ne? Steht hier drauf. Wer kennt den Spruch noch? Ja, letztens habe ich an Frau Tilly mit Palmolive gedacht. Ging mir auch gerade nochmal durch den Kopf letztens. Ohne Aluminiumsalze, 150 Milliliter, 1,99 €. Ja, also wie gesagt, die Box ist jetzt nicht so der Kracher. Wir hatten schon tollere Boxen mit tolleren Produkten. Und ich muss mal gucken. Mal gucken, weiß ich auch noch nicht. Auf alle Fälle 1,99 € und das ist halt ein Deo ohne Aluminiumsalze und soll 24 Stunden halten. Hat jemand Erfahrung damit? Also ansonsten glaube ich, werde ich das mal verschenken.
Winterspiel, Sommernachtstraum, was ist das? Die Kombination aus süßer Holunderblüte und bitterer Zitrone ergibt zusammen ein natürliches Mineralwasser mit dem Geschmack von 200 Milliliter 1,64. Gibt sogar 10% Rabatt auf die Bestellung. Möchte jemand den Rabattcode haben? Ich kann ihn euch hier unten ruhig mal einblenden. Moment. Schaut ihn euch an, dann haltet da einfach das Video an und dann könnt ihr euch abschreiben. Falls ihr so einen Rabattcode haben möchtet, man weiß immer bei so vielen tausend Zuschauern oder mehr nicht, wer wirklich da Interesse dran hat. Und manch einer sagt, Mensch, die 10% nehme ich mit, ich habe das mal probiert, mir schmeckt es. So, also, das kostet auf alle Fälle 1,64. Süße Holunderblüte und Bitternote Zitrone. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich mich da nachher mal dran mache. Was ist das eigentlich? Ist das so made in Germany oder wo kommt das her? Aus Nicht-EU-Landwirtschaft. Aha. Na gut, wir schauen mal. Auf alle Fälle, ja, kann man trinken, denke ich mal. So, was habe ich denn hier noch drin? Mal umblättern. Und zwar eine Barbara-Box. Da gibt es auch noch einen Gutschein. Interessiert sich dafür auch irgendjemand? Möchte jemand die Barbara-Box? 20%. Muss ich mal gucken. Knallebunt ist der Code. Alles klar. So, jetzt schaue ich mal weiter rein, was es hier noch gibt. Ich glaube. So, ich habe einfach mal die Kamera neu gestartet, weil ich Angst habe, die geht jetzt gleich aus. So, was habe ich hier aber denn noch drin? Hier ist aber noch Ghoul. Das habe ich eben, ich muss nochmal durchblättern. Habe ich das jetzt übersehen oder war das irgendwo? Ich habe gar keine Ghoul-Pflege gesehen. Nicht, dass ich euch jetzt hier irgendwas unterschlage. Und doch, hier oben. Ah ja, okay. Das ist einmal Ghoul, eine Limited Edition. Und zwar haben wir hier dieses Feuchtigkeitsaufbau Tucuma und Hyaluron. Ach, das ist ja sehr schön. Ich hatte doch in diesen Boxen zweimal drinne von Urtekram. Einmal die Spülung, beim nächsten Mal das Shampoo. Mädels, das ist der Hammer. Urtekram ist eine dänische Firma, die haben ganz klein mal in den 70er Jahren angefangen. Ganz toll, zeige ich euch noch in einem Review, weil das wirklich sowas von natürlich ist, ja, ohne irgendetwas da drin. Stinkt ein bisschen, sagte meine Freundin letztens, als sie dran gerochen hat. Also natürlich halt riecht es, ne? Aber es ist der Hammer. Ist der Hammer, 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 würde ich mir nachkaufen. Ich habe schon geguckt, wo ich Urtekram bekomme. Aber ich bin natürlich auch bereit, mal hier zu gucken, was das hier mit Hyaluronsäure macht und Lipiden. Lipidkomplex. Okay, also es ist eine streng limitierte Edition im angesagten Blut, was für ein Ding? Handlettering-Stil? Kenne ich nicht. Unter dem Motto Moments of the Joy möchte Ghoul für das ganz besondere Glücksmoment sorgen. Also, neue, farbenfrohe Verpackungen und bei jeder Anwendung Leben auf schöne Momente zu zelebrieren. Kosten 250 Milliliter 4,49 €. Ja, finde ich schon ganz toll. Es gibt davon ja auch noch eine Spülung, ne? Shampoo für trockenes, sprödes und strapaziertes Haar. Auf alle Fälle, das ist okay. Ich gucke hinten nochmal drauf. Die Tucuma aus dem Amazonasgebiet ist reich an feuchtigkeitsspendenden Mikroölen und Nährstoffen. Tucuma, kennt ihr diese Pflanze oder was es auch immer ist? Oder eine Nuss? Ja, finde ich gut. Und zwar, das ist eine einzigartige Formulierung mit Hyaluron-Lipidkomplex, spendet das optimale Maß an Feuchtigkeit und bringt das Haar langfristig ins Gleichgewicht. Perfekt, weil Botekram ist alle. Ich habe da noch ein bisschen Spülung drin, aber ja, ich habe aber auch schon geguckt, ich muss irgendwas dann nachbestellen. Und dann haben wir hier von Charlotte Manson, heißt die so? Was ist denn das hier? Das habe ich nicht geguckt. Ich mache jetzt einfach mal auf. Die packen ja bei Brigitte auch immer noch mal sowas rein. Ne? Finde ich auch immer ganz witzig. Irgendeine Tasche oder irgendwas. Und das finde ich immer gut. Eine kleine Kühlbox. Ach, das finde ich ja klasse. Also muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich gut, weil wir immer irgendwie im Gange sind, auch mein Mann und ich, wenn wir mal länger fahren. Und ja, was kann da rein? Also ich würde da unter Umständen meine Wurst reinpacken, wenn wir nach Wietzenhof fahren. Ja, macht nichts, ne? Aber finde ich ganz gut. Das ist natürlich nicht immer was, was dolle lange kühl hält. Aber wenn man so eine Stunde unterwegs ist oder man möchte mal sich das. Also, meine Handtaschen sind ja auch so groß, dass dieses Ding da reinpassen würde. Und ich könnte mir da auch ein Getränk reinpacken, zumachen und meine Handtasche tun, ja? Mein Mann, der würde irre werden. Der würde sagen, jetzt schleppt die schon eine Kühltasche in ihrer Handtasche noch mit rum. Ich sage es ja immer, mit meiner Handtasche kann ich einen erschlagen. Ja, Instagram.
weiß nicht, was mein Dad immer macht. Auf alle Fälle finde ich das gut, finde ich echt nett, finde ich schön und kann ich auch gebrauchen. Ja, also, summa summarum, es ist jetzt nicht die Box, nicht die beste Box, sage ich jetzt mal. Es sind ganz nette Produkte drin, aber gut, es ist der Lippenstift und Blush sehr teuer. Die Handcreme nach meiner Oma, original, wenn ich früher bei meiner Oma in den Kleiderschrank geschaut habe, die hat immer Seifenstücke zwischen der Wäsche gehabt. Und das war ja früher immer so Seife, ja, nicht so wie heute, ne? So, wo man so die tollen Düfte hat und alles. Dann roch das in ihrem Kleiderschrank so, ihre Sachen rochen so, ihre Frisierkommode roch so. Und wenn mich jetzt jemand fragt, Astrid, was ist das für ein Duft, dann sage ich, Madame Perlenkette. Ja, aber mich stört das nicht. Ja, so ein bisschen Pröbchen, ne, von dem Sonnencreme. Die Masken sind schön, das Gute ist okay. Aber es sind jetzt auch nicht so diese hochwertigen Produkte, wo ich in den letzten Boxen immer gedacht habe, Mensch, das konnte ich gebrauchen, ne? Das Puder von Bella Pia, glaube ich, auch und so andere Sachen. Und es waren, weiß nicht. Also, sagt es mir, erzählt ihr mir das mal, wie ihr diese Box gefunden habt. Meine Lieblingsbox ist es nicht. Und auch nicht meine Favoritenbox. Ja, Mädels, also, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr mir wieder zugeschaut habt, dass ihr Geduld hattet heute mit mir hier, weil ich habe bestimmt auch ein bisschen blödes Zeug gequasselt. Jedenfalls ging es mir so gut den Sommer über, dass ich aufpassen muss hier. Ich muss mich im Video gleich mal ein bisschen zurückhalten. Ja, ich möchte euch aber trotz alledem, ach ja, es kommt ja in dem anderen Video, ich habe so einen schönen Lippenstift drauf, der gefällt mir sehr gut von L'Oreal. Geht mal wieder 1 Euro an die DKMS im Übrigen. Ach, ich zeichne euch mal, den ich drauf habe. Ne? Das ist dieser hier mit dem Eiffelturm drauf. Und das ist die Nummer 214. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wer noch losgehen möchte, bevor das andere Video startet. Die Box kommt ja jetzt, es ist jetzt Sonntag, ne, rein. Und das Schminkvideo kommt dann Mittwoch. Und ich will mal versuchen, es immer auf Mittwoch und Sonntag zu legen. Und nur wenn zwischendurch noch was reinkommt, mache ich noch ein drittes Video. Ne? Also ich gucke mal, dass ich im Moment dann 2 Videos pro Woche mache, regelmäßig. Mittwochs und Sonntags, dass ich da reinkriege. Und ich glaube, das wird dann ein bisschen ruhiger. Dann kann ich mich doch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Also die Box kommt ja jetzt Sonntag. Und dann am Mittwoch kommt das Schminkvideo und dann sehen wir weiter, was dann kommt. Es kommen noch, ich habe so viel Kosmetik auch bekommen. Ich habe noch ein Beauty-Kaufhaus-Video für euch unbedingt nächste Woche. Also nächste Woche könnte es sein, dass vielleicht noch ein Video eher kommt, weil da eine Aktion mit drin ist, die für den ganzen September gilt. Und wenn ich euch das dann erst zu spät sage, dann wäre das ein bisschen blöd. Ne? Und deswegen kann es sein, dass nächste Woche vielleicht mal aus der Reihe nochmal ein drittes Video kommt. Aber ansonsten sind es so 2 Videos Mittwochs und Sonntags zusammen. Darauf möchte ich mich in Zukunft mal beschränken, um mal ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen. Ne? Einfach für mich und ja, um zu gucken. Okay, also erstmal nochmal vielen Dank und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, liebe, liebe Grüße von mir. Tschüss!